ja, hey, wie es aussieht, haben wir es endlich hinter uns und ja, ich habe es versucht, so gut wie möglich wenig Leute zu verlieren. Ich hatte mir 16, ich hatte mir 30, da habe ich nur 28 weggenommen. Und ich glaube, das waren 28. Und dann hier, 12 Stück sind gestorben und 16 sind übrig geblieben. Schöne Geschichte, ich glaube, das waren 28. Ja, dann halten wir das jetzt mal mit dem Kampf hinter uns. Meister, wie kann ich euch helfen? Sag mal, Ronan, du kennst nicht zufällig ein Bordell? Ein Bordell? Was ist ein Bordellmeister? Das wird schwieriger, als ich dachte. In ein Bordell gehen vor allem Männer, die sich vergnügen wollen, Ronan. Ah, ich verstehe. Ja, in Gordon gibt es einen Bordellmeister. Naja, ich hoffe, du hast das richtig verstanden, Ronan. Aber probieren wir das mal. Mit Gordon, vielleicht gibt es ja tatsächlich eines. Ja, dann gehen wir nach Gordon. Wie viele Seelen haben wir eigentlich? Noch ein kleines bisschen. Moment. Oh, ja, Gordon ist ja komplett anderen Richtung. Aha. Dann wollen wir mal nach dort hinfliegen. Yeah. Es gehört dieses Schloss hier uns. Das können wir ja mal nachher mal durchforsten. Mal gucken, was da drin ist. Und da wären wir in Gardon. Gardon heißt es. Hallo Freunde, na, gefällt euch Gardon? Und da sehe ich schon was. Ein Gegenstand. Ja, es ist sehr schön hier. Das ist gut. Normalerweise laufen hier immer die Soldaten des Clans in der Stadt. Und passen auf, dass kein Gesindel hier irgendwelche Dummheiten macht. Aber nun ja, alle Soldaten sind plötzlich fortgegangen. Und nun gibt es hier schon die ein oder andere zwielichten Gestalten, mit denen ihr besser keinen Kontakt aufnimmt. Danke für die Warnung. Aber wir können schon auf uns aufpassen. Natürlich könnt ihr das. Ich wollte es ja auch nur gesagt haben. Nicht, dass ihr noch behauptet, man hätte euch nicht gewarnt. Heilfiole. Ja, zu einer netten Dame oder Typen kommen wir später nochmal. Oh, wir haben 177 Filler, da kann man gar nichts anfangen. Willkommen. Okay, das ist eine normale Frau. Reden wir einfach so schnell fertig. Nicht so wichtig. Bock, 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 bock. Da wollen wir gleich mal gucken, was wir hier gedroppt bekommen haben können. Yay. Jo, und Rina. Ist aber schon lustig, dass man gleich am Anfang immer weiß, wie die Personen heißen. Das liegt aber wohl vielleicht auch daran, weil die Vampire auch Gedanken lesen können und immer die Namen aus irgendeinem Grund, als ob die Menschen gerade an ihren Namen denken, herauskriegen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich bezweifle, dass es in Häusern auch solche Geheimverstecke gibt, wo man in die Wände laufen kann. Und leider nichts. Aber hier ist ein Baby. Boah, sag bloß, dass wir das Baby umwandeln können. Was denkt das Baby? Brabbel, Mama, Kaka, Brabbel, lol. Naja, das ist ein Baby. Oder wie wirst du dich denn mit dem unterhalten? Über die modischen Wendel oder was? Ja, schon gut.
Guten Tag, darf man fragen, was ihr tut? Ah, okay. Yeah, yeah. Blut? Wie? Nein, Apfelkuchen, ist das nicht toll? Apfelkuchen, ist das nicht ein wenig zu schwer für so ein kleines Kind? Nun ja. Apfelkuchen für das Baby? Also, ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Aha, hier ist bestimmt was. Ja. Wir haben Feller. Wir brauchen richtig viel Feller. Oh Gott, dieses Geräusch. Im ersten Teil konnte man ja die Gegenstände ja nicht angucken. Man musste ja die Person dann aussaugen oder sonst irgendwas. Sonst haben sie immer gesagt, hey, lass das da ja die Finger davon. Das gehört mir. Ha. Sehr schön. Ja, nochmal ein Buch. Schattenpulver. Das ist wirklich gut. Weil immerhin können wir das gebrauchen. Boah, dieser scheint so aus, als ob sie ein... Ah, leider nicht. Magdalena. Ja, die Kutsche. Ja, das, zu der Kutsche kommen wir natürlich später nochmal. Aber das ist eine Quest, die wir dort annehmen können. Und ich glaube, die hat auch irgendwas mit Balnas verdammtes Schwert zu tun. So, gucken wir mal, was sie zu verkaufen hat. Leere Flasche dreimal. Maguskrallen, der Müll funktioniert sowieso nicht irgendwie. Eisrune. 500 für eine Eisrune. 1000 für Verdammnisklinge. Aber ich würde die Verdammnisklinge nicht einmal hergeben, wenn man 10.000 geben würde. Silbersäbel. Gehörnter Helm. Kampfschild. Ich glaube, so erhöhen ein bisschen Abwehr und Angriff wäre bei ihm nicht verkehrt. 96 hatte er. Naja, immerhin. Also ein schmächtiger Soldat. Eine beachtliche Wertung. Er hat gesagt, beachtlich gute Werte hat er. Ja. Als ein Mensch. Ich hoffe, ihr habt meine Ironie damit verstanden. Weil seine Werte sind alles andere als gut. Er ist ja auch ein Mensch. Ah, wie geil. Gedanken lesen. Meine Güte, dieses Gegacker. Der Hühner geht mir wirklich langsam auf den Nerven. Aber wirklich, schaut, was ich euch anzubieten habe. Ah. Schlafmittel, Krankheitsserum, Heilfiole. Oh.
Dann ist die Quest wohl später, oder wie? Daddy, es war aber komisch, Gehen wir mal da rein. Herbor. Merkwürdiger Name. Yay. Okay. Nichts zu finden. Moment. Aber, hier kann ich mich noch erinnern, als ich das Spiel gespielt habe, das erste Mal, also auf Schwierigkeitsgrad normal habe ich da gespielt. Ist aber schon wirklich sehr lange her. Über ein Jahr lang her, 2 Jahre vielleicht sogar. Ich glaube, das ist sogar länger als 2 Jahre her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Fehler. Man sieht. Hier dasselbe. Also ich weiß auch nicht, die Let's Player. Nicht Let's Player. Oh! Ich meine, die Beta-Tester von dem Spiel, soweit ich mitbekommen habe, gibt es Beta-Tester. Aber ich glaube, das gehört zum Online-Vampirons. Ich habe auch im Internet nachgeguckt, es gibt Online-Vampir-Spiel von dem hier. Ein Vampir-Teil. Er gesagt, von Vampires Down Online. Heia. Moment. Der hat ein Gesicht, oder sie? Das muss man sich mal vorstellen. Eine Gruppe Verrückter in einer Höhle. Echt gruselig. Tja, da gebe ich dir recht. Was die wohl in dieser Höhle alles so anstellen. Vor allem, wenn die Leute schon verrückt sind. Ich sollte ihn eindeutig mehr beaufsichtigen. Und du weißt nicht, wo er hingeht? Naja, meistens geht er immer in eine Kneipe von Gardon. Kann es sein, dass es nicht... Nein, das ist keine Quest, okay. Wow, schon tolle Frau, die ihren Mann beobachtet, um zu gucken, wohin er geht. Das geht mal gar nicht. Aber ich kenne ihren Mann ja auch nicht, wer weiß, vielleicht ist es ein Säufer oder so. Tja. Tja, wenn du meinst, Aska, nicht alle. Tja, und ich habe Erfahrung damit. Ich habe mal in einem Kindergarten Praktikum gemacht. Naja, was heißt hier Praktikum? Basisjob. Ich war da fast ein Jahr. Dann habe ich es abbrechen müssen. Wegen privater Gründe. Und ja, manche Kinder sind wirklich schwer vom Begriff, aber manch andere, die sind zwar wirklich jung, aber sie wissen so viel, das ist einfach unglaublich. Manche 7-Jährige, 8-Jährige wissen schon, ja, also wir hatten auch manche Tage, wo Kinder aus der ersten, zweiten Klasse gekommen sind. Ihr da. Wer war das? Hier oben. Ja, zu denen gehen wir lieber später, weil ich glaube, das ist die Quest mit der Verdammnisklinge. Moment.
ich habe gedacht, das wäre ein geiler Versteck. Ja, an manchen Tagen kamen halt Kinder aus der Schule von der ersten Klasse oder zweiten. Und ja, die waren wirklich schlau, manche. Ehrlich gesagt nur zwei Leute, ein Junge und ein Mädchen. Und die wussten wirklich mehr als, wie soll ich sagen, mehr als ich erwartet habe. Mit manchen Kleinkindern hat man gesprochen und die saßen da, haben dich angeguckt. Keine Antwort. Tja, aber was soll's. Wir spielen jetzt ein Spiel und ich von Kindergarten. Mich beschleicht irgendwas das Gefühl, dass Ronald diesen Ort gemeint hat. Ja, wo Männer ist? Aha. Ronald dachte, unter einem Hotel versteht man eine Kneipe. Wie hätte ich es denn sonst erklären sollen? Und vielleicht weiß aber einer der Kerle hier, ob es so ist, ein Hotel gibt. Guten Tag. Boah, das wäre so super. Wenn man jetzt niemals essen müsste, niemals schlafen müsste und niemals trinken müsste. Boah. Obwohl, noch besser wäre, wenn man das immer noch tun könnte, nicht aufs Klo gehen müsste. Was natürlich ein völliger Schwachsinn ist, aber ja, müsst ihr mal vorstellen, ihr könnt essen und trinken, was ihr wollt, ihr nehmt kein Gramm zu, der Körper absorbiert es oder, ja, wie soll ich sagen, negiert es auf jeden sofort, egal wie viel Fett ihr zu euch nehmt, das wäre doch was. Da könnte jeder so viel essen, was er will. Aber zum Teil gibt es natürlich auch Nachteile. Obwohl, ich glaube eher weniger. Doch, es gäbe schon auf jeden Fall ein paar Nachteile. Weil immerhin die Leute, die auf ihre Figur achten, würden dann auch mehr Fleisch essen. Das heißt, es würden mehr Tiere sterben. Das wäre natürlich nicht schön. Und am besten alle Menschen wären Vegetarier. So müsste man nicht wie ein Barbar, sein und Tier abschlachten, nur um etwas Fleisch zu kriegen. So, dann gehen wir mal kurz hier hoch. So, der Typ müsste was wissen. Der sieht so aus. Sicher letzteres. Das letzteres. Ah, okay. Der Tipp war auf jeden Fall sehr gut. Kurz und bündig. Ah, ich glaube, hier ist eine Quest mit dem Koch. Dann wollen wir mal. Verdammt, verdammt, verdammt. Was ist los? Oh Gott, wie soll ich das noch schaffen? Hallo? Ohne geht es nicht. Uah. Was huch, da ist hier jemand. Dann machen wir das mal. Ne? Was gibt es? Ich habe keine Zeit. Sieht aus, als hätten sie ja jede Menge Stress. Können wir vielleicht helfen? Oh Gott, Lo. Ihr seid meine Rettung. Ich bereite gerade eine. Was? Eine Sausex? Depots? So, und dazu eine herrliche, saftige Königskrabbe. Doch der dumme Lieferant ist nicht aufgetaucht. Und jetzt fehlt nur mir die Krabbe und ohne die ist ein Sorsex de Prox kein Sorsex de Prox. Vielleicht können wir eine besorgen. Oh bitte, es ist wirklich dringend. Wir besorgen eine Krabbe. Oh, ich schick da Himmel. Ordun, bitte beeilt euch, das Essen muss schnellstens fertig werden. Wir sind schon auf dem Weg. Ja, aha. Wir müssen dann nach Ordun und die Questbären wenden. Okay. Ist wirklich richtig geil. Je mehr Quests, desto besser ist es. Und am besten ist es, wenn wir auch noch später stark genug sind, um gegen diese ganzen Gegner kämpfen zu können.
glaube, mit dem muss ich nicht mehr reden, aber einen leckeren Kürbissaft oder Tomaten. Boah, Tomatensuppe hätte ich jetzt so Bock drauf. Weil ich liebe Tomatensuppe. Ich könnte davon was literweise trinken. Oder essen halt. Schlürfen. Besonders wenn man noch richtig schön Chili reinknallt. Dann ist Tomatensuppe wirklich godlike. Ich hätte jetzt wirklich so übelst gerne Tomatensuppe. Verdammt, wieso habe ich nur dieses Wort gerade gelesen? Boah, ein Hundi! Oh je. Hier hast du. Super. Danke, damit kann ich mir endlich was zu essen kaufen. Nun entschuldigt mich bitte, ich habe noch was vor. Moment, ich glaube, der will gar nicht essen. Was sind das denn für Typen noch? Vielleicht kann ich denen ein paar Fälle aus der Tasche ziehen. Dachte ich es mir doch. Das ist mein Mieser. Kratz euch ab, Zocker. Ich habe jetzt schon Geldprobleme. Gehofft, dass es eine Quest ist oder so. Tja. Gehen wir mal runter. Da ist nirgends sowas. Ein Hundi. Mama, Platz, please. Sag mal, ihr seid nicht zufällig an Schloss Raka vorbeigekommen. Raka, Raka. Doch. Wo sind wir? Das ist doch gerade das Schloss hier südlich. Ich kenne schon so ziemlich die ganzen Schlösser auswendig von dem Namen. Ah ja, bei Let's Plays ist es ja auch kein... Oh, nein, nein! Varys, da habe ich gerade am wenigsten Leute. Und wir haben gerade nicht gespeichert. Ja. Ich wollte gerade speichern. Gerade in der Sekunde wollte ich gerade speichern. Nein, schon drei Leute. Gut so. Nein, vier. Boah. Ey, fünf. Nein. Boah, ey, da kommt sogar noch einer. Nein, sechs, sieben. Oh crap, acht. Wie viele Viecher von mir ich verliere. Nee, oder? Ich wollte gerade abspeichern, in der letzten Sekunde, wo das kam. Ja, ich wollte gerade was machen. Was war mit dem Typen da, wo wir gerade sind? So ein Mist, ey. Das gibt's nicht. Ungünstiger kann's nicht kommen, oder? So, da wollen wir mal. Ja, der hat uns verstohlen. Vampirkrieger. Tja, da hatten wir jetzt einen Vampirkrieger. Moment. Haben wir Menschlichkeit verloren? Verwandelte Menschen 1. Was? Zwei Punkte verliert man. Corona. So.
Weil ich habe es ja vorhin abgespeichert und ich werde das nicht nochmal abspeichern. Weil ich wollte euch nur mal zeigen, wie das so ist, wenn man Leute verwandelt. So, dann nehmen wir mal den Vampirkrieger anstatt den anderen. Und man sieht seine Werte. Der hat Verdammnisklinge. Kills genauso, er kann Blut saugen, das heißt Blutschaden und Seelenfetzer. Und dieser Skill verbraucht nicht einmal ein Mana oder Blut, verringert Geschwindigkeit eines Gegners. Das wird man bei stärkeren Gegnern wirklich sehr gebrauchen. Und ja, ich zeige euch am besten gleich mehrere Verwandlungen. Weil. Moment. Oh, wir haben doch schon vorhin gespeichert. Der gespeicherte Ort. Ja, da muss ich noch wieder offscreen ein bisschen Geld farmen, versuchen und immer wieder das mit dem Burgkriegen hinbekommen. Weil wir brauchen jetzt Seelen, damit wir noch mehr von diesen Skills kaufen können. Ja, dann wollen wir mal Fledermausmantel. Mal gucken, was wir für den hier gekriegt. Immer noch die alten. Verwandeln. Und sind in der Mitte von den beiden. Und wer ist es? Vampir Magier. Oh, super, der war ein Glatzkopf. Und jetzt haben wir auf einmal. Ja. So, dann wollen wir mal. Reiner ist rasend. Aber das ist momentan Wayne, weil ich möchte euch ja nur zeigen. Papier Magier. Wie? Der hat ja fast so viel Life wie der Vampir Krieger. Aber man sieht, der hat gar keinen Angriff. Kann aber auch Silberrüstung benutzen. Oh wow. Mal gucken, was hat denn der Kills. Blutsaugen. Eisball trifft einen Gegner. 50 Schaden. Schwarzer Rauch. Blind. Trifft einen Gegner. Grundschaden 55. Ja, nicht schlecht. Oh, und wie viel Blut verbraucht ist 18. Oh, das verbraucht ziemlich viel. Tja. Ich wollte doch irgendwas noch machen, aber ich war. Da ich euch schon die Verwandlung gezeigt habe, zeige ich euch noch schnell. Ah, ja. Erstmal, wie die Cheats hier funktionieren. Ich glaube, ich habe schon mal einen Cheat gezeigt und das ist. Der. Nee, das glaubt das. Ich habe sogar schon zwei Cheats gezeigt. Ich glaube einmal den Cheat mit Geld. Und ja. Also das erste wäre Filler. Für die Cheater da draußen. Und natürlich schreibt man Filler mit einem L. Geld geiler Sack, aber hier bitte. Da haben wir ziemlich viel Cash. Das ist 100.000. So, und wer von euch Speichersteine benötigt, der holt sich hier einfach. CC ist der Mann, der alles kann, zum Beispiel dir einen Speicherkristall besorgen. Und ein Speicherkristall erlaubt jederzeit unbegrenzt zu speichern. Okay, und jetzt kommt... Die Cheater da draußen. Mama hat hier viele tolle Rumbeine mitgebracht.
Hier habt ihr alle Runen. Immer, ihr kriegt immer 10 pro Cheat. Wenn ihr noch mehr braucht, einfach dann, dann wird es sofort der letzte Cheat aktiviert. Und dann bam. Eisrune, Lichtrune, Statusrune. Ja. Ihr kriegt immer 10. Dann kommt. Allein. Allein schüttelt einfach Heiltränke aus ihrem Ärmel. Und diese Heiltränke haben es wirklich in sich. Ich glaube, das da. Krankheitsserum. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich. Ich glaube. Blutelixier. Halt Max Blut. Heilelixier. Halt alle Wunden komplett. Und Vampirstein. Halt die gesamte Gruppe komplett. Also, das ist wirklich nur für Cheaten. Und jetzt. Aisha. Die Fähigkeiten sind alle zum Spott erhältlich. Man kann jetzt alle Fähigkeiten, wie zum Beispiel Blut Stufe 3, wie gesagt, Blutsaugen Stufe 3, alles, egal welche Stufe, man kann jetzt alle erlernen. Das soll ich euch nachher zeigen. Machen wir jetzt mal den Typen Granky, den wir schon vorhin getroffen haben. Dies ist ein Huldigen an ihn. Dies ist eine Huldigung an ihn. Achso. Das sind nur solche lustige Sachen wie. So, erstmal gucken, wie hießen die anderen Cheats nochmal? Weil manche waren ziemlich kompliziert. Ah. Und. Ups. ...2000 Kilo Silber erhalten und natürlich gleich umwandelt. Ja, man sieht, Geld ist voll. Dann gibt es noch, ja. Monster, keine Monster, kein Problem. Jetzt gibt es nirgendwo Monster auf der Karte und auch nicht in Dungeons. Wollt ihr maximales Level? Vincent, Party auf Level 99 gestiegen. Man sieht, 3000 Leben, 3200, 3500 und der Magier 300 Intelligenz. Weniger als immer, wow, der hat um einiges mehr, okay, der hat ja auch schon ausgelöst, aber trotzdem Intelligenz hat er nichts. Jetzt haben wir noch den hier, der meiner Meinung nach der wichtigste, einer der wichtigsten Cheats von allen. Der Moor, neue Truppen in Haskars Schloss. Seht ihr? Vampirkrieger, euer Schloss wird uns mit allen Kräften verteidigt, Gebieter. Dieses Schloss ist das wichtigste aller Schlösser und hat höchste Priorität, nur damit das klar ist. So, es gibt aber auch zahlreiche Cheats, die man nur für Spaß benutzen kann. Oder es gibt hier noch einen. Ich glaube, so hat man das geschrieben, bin mir gerade nicht sicher. Toller Kerl, dann gibt es 99 Seelen. 99 Seelen. Ja. Und es gibt auch natürlich noch so einige für Spaß Abraxas. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schreibt man den? Abraxas. Oh, schon wieder. Nein, so schreibt man ihn nicht. Abraxas. Ach, keine Ahnung, wie man den schreibt. Auf jeden Fall kommt von dem auch noch was. Und ja, wenn man das Wort für, naja, wie soll ich sagen, wenn man Scheiße schreibt, dann kommt
Game over. Es kommt aber natürlich auch noch ein paar Cheats, die nicht für kleine Kinder gemacht sind. Man weiß ja nie, ob kleine Kinder zu gucken. Und man sieht, hä, wieso hat man hier nur 90? Und nicht 99, hallo? Vampir-Krieger, Vampir-Magier, Vampir-Lord. Vampir-Kriegerin. Jetzt hat man eine Kriegerin und sie sieht auch wirklich viel cooler aus als der Krieger, finde ich. Und ihre Werte, 490, 420, gucken wir gleich mal. Sehenfetzer, Rundumschlag, Angriffsstellung. Sehenfetzer habe ich vorhin schon gelesen. Rundumschlag kennt schon jeder. Berserker erhöht Angriffsgrad, macht rasend. Das ist natürlich nicht so schön. Waffe zerstören, verringert gegnerische Angriffsgrad. Segen des Angriffs, erhöht Angriff aller Gruppenmitglieder. Angriffsstellung, erhöht eigene Angriffsgrad. Okay. Okay, er ist stärker als sie, aber ich glaube, sie ist schneller. Und er erhöht Abwehr von allen Leuten. Okay. Magier. 305, 330 hat er Intelligenz. Aber ich glaube, die Magierin ist stärker. Wow, der hat aber gute Sachen. Ja, so wie ich es gedacht habe, sie ist stärker mit Magie als er. Und sie ist eine Heilerin. Ah, das ist ja mal... Das ist sogar sehr schön. Lord. 480 Attack, also der haut richtig rein. Apokalypse, trifft alle Gegner, Grundschaden 800. Ruf der Tod trifft alle Gegner, Grundschaden 390. Also nicht schlecht, muss ich sagen, echt jetzt. Lady. Ich glaube, sie ist ein bisschen schwächer, aber sie ist schneller. Freiheit. Halt Steinlähmung. Nach der Toten. Gucken wir die arktische Kälte. Trifft einen Gegner. Grundschaden 1300. Oh, okay. Und jetzt mal gucken, der Soldat. Der ist jetzt auch Max Level, was er so alles hat. Wow, 460 Angriff hat er. Der hat ja fast so viel wie der Vampir Lord. Alle Achtung. Giftstich vergiftet den Gegner. Rüstung klauen. Erhöht eigene, verringert gegnerische Rüstung. Pflanzengift. Gut gegen alle Arten von Pflanzen. Werwolf. Der absolut stärkste Charakter in dem Spiel, den man so bekommen kann. Also, ihr müsst euch das mal angucken. Guckt euch doch mal den Angriffsunterschied an. 850 Abwehr, 850 Intelligenz, hat fast gar nichts. Aber Geschick, der hat fast so viel Geschick wie Alain. Seine Skills, Berserker, erhöht seinen Angriff und Geschwindigkeit, macht aber was rasend. Regeneration, regeneriert den Körper. Das ist wilde Wut, schädigt alle Gegner, verursacht Blutung. Regeneration 3. Wirklich sehr OP gegen einen sehr OP-der Wolf. Und tja. Ich wollte doch noch etwas zeigen. Ah. Aber natürlich würden wir keine der Cheats benutzen, weil das ist so leicht, wollen wir uns nicht machen. Jedenfalls versuche ich die Cheats nicht zu benutzen.
wenn es wirklich aussichtslos ist. Oh. Bam. Fledermausmantel. Moment. So, und jetzt zeige ich euch, wie verwandeln habe ich schon gezeigt, wie das hier funktioniert. Jetzt kommt umwandeln hier. Umwandeln. Vampirsteine halten. Seelenfragmente halten. Ein manifestes Fragment einer Seele. Tja. Und dann gucken wir gleich, was wir für Gegenstände kaufen können. Was möchte ich kaufen? Oh nein, das ist einfach Spoiler. Also wer das gucken möchte, der sollte am besten jetzt abschalten, weil der Rest ist wirklich jetzt Spoiler. Diese Waffen, die man hier bekommen kann. Also, Herus Säbel. Gut ausbalanciert. Ihr seid gewarnt. Jetzt kommt der Spoiler. Krallen des Geschicks. So, Herdos 700. 990. Aha, habt ihr es gemerkt? Noch nicht? Okay, dann gehen wir weiter. Sie hat nicht mal 840, sie hat aber auch kein Schild. Aha, Asgard hat es auch nicht auf 990 geschafft. Doch. Helm der Engel, der hat es doch geschafft. Oh, man kann die Dinger hier den Wolf auch anziehen. Das ist oh geil. 830. Wow, der Wolf ist immer noch stärker. Natürlich kommt jetzt noch ein weiterer Spoiler. Na ja, okay, dann gehen wir eben und so. Achso, wir haben ja auch. Tja. Wir haben ja vorhin eingegeben, den Sheet, keine Monster. Jetzt seht ihr, nirgendwo sind Monster. Das ist aber natürlich langweilig, da hat man überhaupt nichts mehr vom Spiel. Eine Sache könnte ich euch noch zeigen. Das ist das Letzte, was ich zeige. Ah, das ist natürlich alles Spoiler, also... Von dem her... Müsst ihr selber nachdenken, ob ihr weiterkommt. Dann nehmen wir mal gleich den stärksten. Immer so 9 Stück von denen. Es ist ja egal, ob wir verlieren oder gewinnen. Ich möchte einfach nur zeigen, wie sie jetzt aussehen im Kampf. Und wir greifen hier an.
Vampirkriegerin sieht wirklich hübsch aus. Finde ich. Und der Werwolf haut richtig Bombe rein, ey. So, dann wollen wir mal angreifen. 32 gegen unsere. Machen wir die Schwachen zuerst. Jetzt kommen die Soldaten. Bam. Ja, sie werden gnadenlos gekillt. Ist doch schon lustig, dass mit dem Burg kämpfen. Man muss ein richtig hohes Level sein, um überhaupt die Burgstärke zu erhöhen. Und Gefangene machen das wirklich schwierig. Oh wow. Was geht hier ab? Jetzt schade, dass ich es gecheatet habe. Ich könnte es sogar noch schaffen und hätte es sogar noch gespeichert. Boah. Da. Und wie man sieht, tut jeder einzelne Vampir und so immer anders zuschlagen. Boah, wie stark die sind. Ey, geil. Die abgehen, ey. Vampirkriegerin. Oh, übel. Mal gucken. Okay, es kommt Magier. Wir werden gleich Magier in Aktion erleben. Boah, übel. Explosion. Übel, ey. Zerfetzt. Richtig blutig, ey. Oh ja. Okay, den habt ihr schon gesehen. Den Lord habt ihr noch nicht gesehen. Sie habt ihr noch nicht gesehen. Dann kämpfen wir jetzt mal gegen die Elvers. Die schaffen wir sowieso nicht, weil die sind so krank. Da brauchen wir wirklich 99 von allen Viechern, damit man überhaupt einen von den Elvers schafft. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, ihr habt ja gesehen, wie es vorhin abging. Ein einziger Elvers hat meine ganze, mein ganzes Team und dann noch 72 von den Viechern. Also ich weiß echt nicht, wie man das schaffen soll. Und Vampir-Magier sind schon ziemlich stark. Und guck mal, wie die uns fertig machen. Wir haben einen und die haben fünf oder sechs. Also das ist wirklich Schwachsinn. Wie sollen wir da kämpfen? Tja. Wieso ich das halt? Bam, jetzt kommt der Lord. Boom, boah, Kamehameha. Boom. Oh, der Lord geht aber richtig geil ab. Bam. Boah, das hat gerade geleckt. Bam, Kamehameha. Die einzigen, die wirklich eine Chance gegen die hätten, sind die Lords.
die Ladies. Bam. Seht ihr ja, Lords sind die stärksten Vampire und die haben keine Chance gegen die Eldras. Das ist wirklich so unlogisch. Bam. Lady. Saugeil gemacht. Jedenfalls die Attacken, ey. Und jeder Charakter macht bei anderen Charakteren immer andere Attacken, ey. Da. Ey, wie blutig das ist. Das ist ja mal voll krank. Du müsst es mal geben. Malex schafft es mit so einem alten, ganz alten Programm. Solche Sachen. So manch andere Final Fantasy 12 würde ich mal erwähnen, packen es bei weitem nicht so gut wie die. Ja, das verstehe ich schon. Das ist ja übel, ey. Der absolut stärkste Charakter, den er im ganzen Spiel kriegen kann. Guckt doch mal euch das an, der stirbt sofort. Der Werwolf ist wirklich geil. Also der Werwolf ist der einzigste, der noch. Der noch gegen die Elders eine Chance hat, aber Werwölfe zu kriegen ist so schwer und die sind so selten. Naja, schwer vielleicht nicht, aber die sind halt selten. Aber wie sie abgehen, das ist wirklich übel. Boah, übel, da war über 70. Wie wenig hatte ich? Boah, der eine kleine Wolf, wie lange der noch kämpft. Der verteidigt unser Schloss. Er gesagt, der will sie erobern. Er gibt sein Ganzes, aber leider hat der Eldras gecheatet. Boah. Niederlage. Ja, wir haben es nicht gepackt, ey. So, dann wollen wir mal gucken. Meister, wir haben einen Magier des Clans gefangen genommen. Sehr schön. Okay, das war's. Nur ein Magier. Gut, ich glaube, der Magier könnte was bringen gegen Elvas. Keine Ahnung. Ich glaube weniger. Na. Ach ja. Nochmal ganz schnell. Ganz schnell. Ich glaube, mein PC macht irgendwas im Hintergrund. Ich hoffe, der tut keine Updates oder so, sonst tut er gleich automatisch neu starten. So. So, wie vorhin habe ich ja gesagt, wenn mit den, ich glaube, das war Mama, da kann man hier alles voll skillen. Das ist vollkommen egal, welches Level ist. Man kann das auch mit Level 1, mit Level zu wenig Lernpunkte natürlich. Man muss braucht halt die Lernpunkte, halt, ja. Aber man kann es halt so weiter skillen. Fickbare Seelen. Machen wir jetzt mal Lichtmagie. Stufe 90 und 60 Seelen. Stärkste Lichtmagie, jedenfalls alles nur Licht. 10 Mal.
mal Licht. Wir haben runter den Zorn der Götter. Von. Oh. Tja, hier braucht man leider die ganzen. Ja. Seelen. So. Zorn der Götter. Trifft alle Gegner und 750 Schaden. Ja. Und hier müssen wir gucken. Zuflucht. 151 verbraucht es. Ich glaube, das wäre dann alles, was ich jetzt noch zeigen wollte. Ja. Aha. Das wäre es dann mal. Aber das Gecheatete behalten wir auf gar keinen Fall. Damit verabschiede ich mich. Und einen schönen Tag noch und viel Spaß. Ciao.